Und damit möchte ich die nächste Rednerin ankündigen, die jetzt hier für euch sprechen wird. Sie ist eine Ikone der Mahnwachenbewegung, seit dem ersten Tag dabei, mit so viel Herz und Leidenschaft, angereist aus Bremerhaven. Herzlich willkommen, Jenny Friedheim, einen Riesenapplaus. Dankeschön. Ja, hier ist wenigstens Schatten, ne? Hier kann ich es aushalten. Also es ist jetzt fast 4 Jahre her, da, ich weiß es noch wie heute, da stand ich da drüben am Brunnen mit zitternden Knien, aufgeregt bis hinten gegen, mein Puls, ich weiß gar nicht in welche Höhen der gekrabbelt ist, weil ich das erste Mal vor so vielen Leuten eine Rede halten sollte. Und man hatte mir gesagt, fass dich kurz und mach's mit Leidenschaft. Und da habe ich mir gedacht, na, was soll ich mit Leidenschaft machen? Musst du, alte Schlachtrost, jetzt wirklich da noch irgendwie dich hinstellen und eine Rede halten? Ja, klar, muss ich. Für meine Kinder, für meine Enkel, für alle Kinder, für alle Enkel. Weil, ich meine, über Krieg reden ist ja eine Sache, aber wer leidet denn darunter? Das sind die Kinder. Und so stand ich da wirklich mit dem Tabberich, jemand, der die Filmaufnahmen sich anguckt, der sieht das richtig, mein Zettel, der wackelte, und ich hielt eine Rede für Mütter. Ja, irgendwie ist das ja wohl eingeschlagen wie eine Bombe, deswegen stehe ich jetzt wieder hier. Aber nicht, um selber viel zu reden, sondern um die Mahnwachen, die noch aktiv sind, hier vorzustellen und ja, ein bisschen zu moderieren. Ich fange mal damit an, dass, ja, wer haben wir denn hier als erstes auf der Liste? Die Mahnwache Potsdam wurde mir hier angekündigt. Wo ist sie denn? Barbara Reis und Jan Dahlgrün. Die erzählen euch jetzt ein bisschen was über das, was in Potsdam so los ist. Ich habe den kleinen Zettel für euch, dass ihr mal eben so kurz eine Richtlinie kriegt, so in etwa. Ja, so wird das jetzt gehen. Eine Mahnwache kommt nach der anderen. Vielleicht erzähle ich euch zwischendurch auch noch einen Schwank aus meinem Leben, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Jetzt gebe ich erstmal das Mikrofon weiter an Barbara. Hallo, erstmal möchte ich alle begrüßen. Ich freue mich, dass doch so viele gekommen sind, um für den Frieden eine Schlacht zu schlagen. Die Schlacht natürlich in Anführungsstrichen. Die Mahnwache Potsdam existiert seit Frühjahr 2014. Ich werde dazu kurz sagen, dass ich in Berlin mit angefangen habe. Mit Tausenden von Menschen, das ist wirklich nicht übertrieben, habe dann mitbekommen, dass in Potsdam ja auch was los ist. Und zwar habe ich dann gesehen am Landtagsschloss in Potsdam, dass dort, ja, sage und schreibe, mit mir 4 Menschlein standen. Das war der Beginn der Potsdamer Mahnwache. Wir wurden dann kontinuierlich mehr. Und das hat dann nach 2-3 Jahren auch leider wieder abgeflaut. Die Gründe sind hinreichend bekannt. Es haben nicht alle die Themen interessiert, die uns interessiert. Aber ich denke mal, Frieden ist für uns alle wichtig. Und deswegen machen wir in Potsdam weiter, egal wie viele wir sind. Ich sage nur, die Quantität ist nicht so wichtig, die Qualität bringt. Und die Hartnäckigkeit, etwas für den Frieden zu tun. Ja, Hartnäckigkeit, das ist wirklich gefragt. Mut und Hartnäckigkeit, Geduld und Ausdauer. Wir haben auch diese Mahnwache durchgeführt, wenn es mal geschneit hat, wenn es gestürmt hat, wenn es heiß war, wenn es kalt war. Es waren manchmal minus 10 Grad, oder? Ja, und Regen. Regen und Sturm, aber wir haben wirklich jeden Montag, so gut wie jeden Monat durchgehalten. Pro Jahr kann man das wirklich noch nicht mal in einer Hand abzählen, wie viele wir nicht auf der Straße standen. 214. haben wir jetzt gerade gehabt. Der Turnus ist also jeden Montag von 18 bis 20 Uhr und jetzt nach einigen Ortswechseln am Brandenburger Tor in Potsdam. Was dort sehr schön ist, ist, dass wir Öffentlichkeit zwangsläufig bekommen, weil sich einige Cafés in der Nähe sich befinden. Und so kann man dann sagen, wenn man die Leute versucht, aus ihrer Komfortzone rauszutreiben. Dort müssen wir die Leute nämlich packen. Sie sind so eingebettet in diesen Kokon, die Gehirnwäsche der Propaganda, und dort müssen wir die Leute rausholen. Wir müssen kritisches Denken anregen. Und dafür stehen wir jetzt mal da, jeden Montag,
Und da kann es aber passieren, dass jemand sich auf den Schlips getreten fühlt. Das ist jetzt vielleicht schon mal eine Anekdote. Gerade neulich wieder aus dem Restaurant kommt jemand, starken Schritt ist auf uns zu. Ich denke, was ist denn mit dem los? Ja, er würde sich stören, er kann nicht in Ruhe seine Pasta essen. Ja toll, er kann seine Pasta nicht essen. Da haben wir ihn so richtig erwischt in seiner Komfortzone. Und manche, es gibt aber auch das Gegenteil, die kommen auch nach der Mahnwache vor. Und ich denke mir, oh weia, die sehen so aus, als würden sie sich jetzt wieder aufregen über unsere Lautstärke, weil wir nämlich laut sind. Und dann sagen die Leute plötzlich, wir haben sie vom Café aus die ganzen 2 Stunden lang belauscht. Machen Sie weiter, das ist wichtig. Und genau solche Stimmen, die Leute stellen sich nicht zu uns, denn wir sind ein kleines Grüppchen. Seien wir doch mal ehrlich, wenn man so ein Grüppchen sieht, dann ist es eine unglaubliche Überwindung, sich zu einem Grüppchen hinzustellen. Aber von der Entfernung stehen sie manchmal und lauschen. Die Ausrichtung unserer Mahnwache ist auch noch, dass wir einmal die Woche uns um Hartz IV kümmern, also den sozialen Frieden auch beleuchten, oder? Genauso machen wir das. Und noch als letztes zu erwähnen, wir haben gemeinsam mit vielen Bürgern verhindert, dass in einem Naturschutzgebiet ein weiterer Bundeswehrübungsplatz geschaffen wird. Na, das sind doch Leistungen, wa? Da kann man doch stolz drauf sein. Finde ich jedenfalls. Aber Jan hat schon recht gehabt. Also, da muss ich jetzt dann wirklich einen Schwank erzählen. Als ich die Mahnwachen machte in Bremerhaven, kam eines Tages ein gut gekleideter Herr auf mich zu, als ich aufbaute, und fragte mich, sind Sie Jenny Friedheim? Ich sag ja. Ist das Ihr Auto? Ich sag ja. Warum wollen Sie das wissen? Ja, ich bin von der Kripo. Ich sag, was fragen Sie so dämlich? Sie können aufs Verkehrs- und Trafikregister zugreifen. Da wissen Sie, was mein Auto ist. Naja, sagt er, ich wollte mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich sag, okay, worum geht's? Was kann ich mit Sie tun? Naja, sagt er, ich wollte Ihnen mitteilen, Sie werden überwacht. Ich sag, von wem? Ja, von der Kripo und vom Verfassungsschutz. Ich sag, okay, wieso erzählen Sie mir das jetzt? Naja, sagt er, ich war ja auch oft genug im Dienst und mir haben Ihre Reden gefallen. Viel später dachte ich mir dann, geil, die müssen mir zuhören und zwar aufmerksam. Also, seht das alles nicht so eng? Man kann es alles von mehreren Seiten sehen. So, und jetzt hätte ich gerne von der Mahnwache Berlin den Jürgen Nödius. Da ist er. Ich bin noch unterwegs. Gib mir mal bitte meinen Zettel, den ich dir geschrieben habe. Ich komme ja sonst mit meinen eigenen Vorjahren nicht durch. Ja, wunderbar. Ich will mich an die Reihenfolge halten. Ich kann ja nicht von den anderen was erwarten, was ich ja selber vielleicht nicht einhalte. Also seit wann ist klar, seit 2014 eben, hat angefangen mit Lars Werholz, der sich damals mutig am Brandenburger Tor auch sicher mit zitternden Knien hingestellt hat, ein paar Leute um sich geschart hat und damit ist es ja sehr groß geworden. Die ganze Angelegenheit wäre 1000 waren es dann gewesen und Gott sei Dank haben sich in vielen anderen Städten jetzt auch die Mahnwachen gegründet. Wir stehen auch bei Wind und Wetter, bei Frost und Hitze, spielt keine Rolle, jeden Montag von 18 bis 20 Uhr jetzt am Brandenburger Tor, Pariser Platz. Im Winter sind wir ja unter 20 und im Sommer sind wir über 20. So unter dem Motto muss man das leider sehen. Wir hoffen natürlich auch, dass es mehr wird. Der Tonus sagte ich gerade schon, jeden Montag, egal, wir sind jetzt bei der 218. Woche, ein klein wenig eben weiter als jetzt die Potsdamer. Aber wir liegen auch nicht beieinander von Potsdam und Berlin. Der Schwerpunkt und die Ausrichtung unserer Berliner Mahnwache liegt jetzt darin, die Gemeinwohlökonomie nach vorne zu bringen. Wir haben von Christian Felber gehört und ich habe mir auch einige Videos dazu angeguckt. Wir haben in unserer Orga darüber gesprochen und haben gesagt, genau das ist ein Thema, was wir nach vorne bringen wollen. Gemeinwohlökonomie, ein anderes Wirtschaften, nicht mehr auf Ellbogengesellschaft und Wettbewerb und größer und schöner und haben wir nicht gesehen, sondern und das wird heute auch in der Podiumsdiskussion, heute in der ersten mit ja auch diskutiert. Wir haben jemanden von der Gemeinwohlökonomie auch dabei. Wird eine spannende Runde werden. Und natürlich auch das, was wir ja auch erweitert haben in der Erklärung von Warnfried, eben unser Grundgesetz zur Verfassung zu machen. Da sind wir auch also schwer am Arbeiten. Wir bringen dafür immer den Verein Verfassung vom Volk jeden Montag nach vorne. Die Leute sollen sich die Seite bitte anschauen.
damit sie nachher, wenn es dann soweit ist und das große bundesweite Referendum startet, wir wollen ja 61,5 Millionen Wahlberechtigte dazu ansprechen, informiert euch bitte darüber, unterstützt diese Sache, denn das Grundgesetz ist keine Verfassung. Wir sind nicht der Souverän, egal was man euch erzählen möchte. So, danke, das war's. Danke, Jürgen. Ja, ich will auch noch mal kurz was sagen. Ich bin ja der zweite Moderator jeden Montag in Berlin. Eine Sache, ich finde das toll, dieser bunte Haufen, der sich zusammengefunden hat und dann mit Verspätung wieder gestartet. Also alles, wie man es kennt, wunderbar. Ich möchte mich vor allen Dingen jetzt erstmal bei Mitch bedanken. Der hatte nämlich vor Weihnachten die Idee, in unserer Orga überhaupt wieder eine bundesweite Mahnwache zu machen. Und dann haben wir eine Woche mit den Zähnen geknirscht und dann haben wir gesagt, komm, in die Zähne gespuckt und wir machen das jetzt. Besten Dank, Mitch. Ja, das kann man laut sagen. Sie haben sich hier wirklich den Südpol aufgerissen. So, jetzt mal eine Frage in die Runde. Die Mahnwache Hannover ist mir hier angekündigt. Wer spricht für Hannover? Mir wurde gesagt, Andreas Holst. Hände hoch. Ah, du bist Andreas. Nein? Gut. Ja, da ist eine kleine Rede vorbereitet worden. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit, weil ich finde, jeder Mahnwächter, der hier vor Ort ist, verdient alleine durch seinen Einsatz, durch so langen Einsatz, dass wir ihm zuhören. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also ich gehe mal kurz die Liste durch, die ich hier bekommen habe. Ja, also wir haben uns, ich kann es leider nicht genau sagen, ich bin 3 Wochen nach der ersten Mahnwache in Hannover dazugestoßen. Leider muss ich sagen, dass die ersten, die dabei waren, dazu gehört Sebastian, dass der leider jetzt nicht mehr aktiv dabei ist und auch viele, die damals in der Organisation waren, auch nicht mehr dabei sind. Wir sind eine Kerngruppe von 4 bis 5 Leuten und wir stehen ungefähr mit 4 zu 5 dann jeden Montag. Momentan ist es auch, haben wir auch am Samstag eine Mahnwache, da stehen wir dann vor dem Hauptbahnhof und der Schwerpunkt, den wir haben, ist, wir haben uns ein Themengebiet im Bereich Nachhaltigkeit ausgesucht, wo wir quasi mit einer kleinen Gruppe noch dran arbeiten. Wir schauen uns an, wie kann man innerhalb der Wirtschaft, in der wir uns befinden, wie können wir dort agieren, um passiv einen positiven Effekt zu erzeugen. Und da gibt es zum Beispiel die Rebalancing-Strategie. Und das gehen wir momentan an. Ja. Ja, nach der Eskalation in der Ukraine haben wir uns auch in Hannover zusammengefunden gehabt. Und wie ich ja schon sagte, im Laufe des Jahres 2015 ist die Anzahl der Teilnehmer bereits schon deutlich zusammengebrochen. Wenn der Krieg nicht direkt vor der eigenen Haustür tobt, dann kann er anscheinend leicht übersehen werden oder in Vergessenheit geraten. Nur der Krieg ist nicht mehr weit weg und er ist inzwischen mitten unter uns. Und wir führen ihn auf 2 Ebenen. Zum einen gegen andere Nationen und zum einen gegen uns selbst. Doch wir sehen diesen Krieg kaum, da wir ihn eher indirekt führen. Es ist ein Krieg mit Konsumgütern, mit Informationen und Werbekampagnen, mit Versprechen und Verheißungen, um Renditen und Gewinnen, für billige Arbeitskräfte und hohe Effizienz, um Technologie und Patente. Zum einen richtet sich dieser am Ende gegen andere Länder, die entweder Bodenschätze haben oder einfach nur eine stabile Regierung besitzen, die dadurch das Potenzial hat, unabhängig von Großmächten zu werden. Zum anderen betreiben wir einen Krieg gegen die Natur. Wir zerstören und vergiften unsere Umgebung. Und das bleibt bei weitem nicht ohne Folgen.
Die Nahrung auf unseren Tellern ist bereits schon voll mit Spuren oder größeren Mengen von sämtlichen Fungiziden, Insektiziden, Pestiziden oder anderen menschlich gemachten Schadstoffen. Und es ist ja nicht nur unsere Generation, die es trifft. Vielmehr wird es die nächste Generation sein, die sich den gesamten Ausmaß zu spüren bekommt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, weiterhin regelmäßig vor dem Hauptbahnhof in Hannover zu stehen und dort so viele Passanten wie möglich auf die missliche Lage aufmerksam zu machen, in der wir uns befinden. Denn nur wenn ein genügend großer Teil der Bevölkerung anfängt, Produkte, Dienstleistungen und Parteien zu boykottieren, die uns schaden, bekommen wir die Chance, dass unsere Zivilisation noch in 200 Jahren existieren wird. Ja, mein Name ist DJ Kaltero und ich gehöre auch zur Hannover Mahnwache. Ich unterstütze die musikalisch seit Ende 2015, bin jetzt seit diesem Jahr großteilig nicht mehr dabei, was ich persönlich schade finde, aber sag mal so, es ist wirklich eine gute Sache und eine wirklich gute Zeit gewesen. Auf jeden Fall, ihr werdet mich nachher auch nochmal hier auf dem Truck hören, wenn wir losziehen. Und ja. Ja, dann schönen Dank an die Mahnwache Hannover. Die nächste Mahnwache, die hier vorzustellen wäre, das übernehme ich selber. Das ist die Mahnwache Garmisch-Partenkirchen. Von der hört man eigentlich nicht viel. Ich kenne aber den Organisator, den Hans Saller, persönlich, habe ihn noch ein paar Mal getroffen. Die Garmischer, die stehen im Grunde genommen, ja, ich weiß es nicht, wie viele hundert Wochen, aber die haben relativ kurz nach Berlin angefangen und die stehen nach wie vor bei Wind und Wetter, und ich kann euch sagen, im Winter ist es in Garmisch echt arschkalt, stehen die da auf dem Marienplatz mit manchmal wirklich nur 3-4 Leuten. Die machen da kein großes Brimborium, aber sie informieren und sie stehen unermüdlich. Das hat mir immer schon großen Respekt abgenötigt. Der Hans Saller selber ist ein Garmischer Urgestein. Er kann halt mit Leuten gut reden, in der garmischer Sprache, im Bayerischen natürlich. Die würden jetzt, ich sag mal, von so einem Nordlicht wie mir würden die nichts annehmen. Aber wie die Garmischer so sind, die haben sich halt immer ein bisschen abseits gehalten und Hans hat es einfach nicht geschafft, den ganzen Weg hierher zu bewältigen. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, ich meine mal, der geht auf 70. Und von daher nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Hans ist mit Sicherheit in seinem Herzen hier und die anderen Garmischer auch. Also von daher sehen wir denen das mal nach. Ich freue mich jedenfalls, dass Garmisch immer noch steht und immer noch mit so wenigen Leuten den Hoffnung und den Mut nicht aufgegeben hat. Es ist nämlich sehr viel mehr Mut erforderlich, mit 3, 4, 5 Leuten irgendwo in der Öffentlichkeit zu stehen, als mit 500. So, als nächster haben wir die Mahnwache Cottbus, auch schon ewig lange dabei. Und ich freue mich, Birgit Buck zu begrüßen, die Mahnwache Cottbus unermüdlich und immer wieder neu belebt mit ihrem Humor und mit ihren tollen Ideen. Komm her, Birgit. Himmel, da kriege ich jetzt wieder Angst und Bange, und wenn es nur vor mir selber ist, wenn ich das so höre. Also wir feiern heute Geburtstag. 4 Jahre Mahnwache Cottbus. Am 19.05.2014 haben wir das erste Mal dort gestanden. Es ist genauso wie bei vielen anderen. Wir waren vorher auch nochmal in Berlin, dann haben wir auch einige getroffen aus unserer Umgebung und dann haben wir gesagt, Mensch ey, wir sind jetzt genug in Berlin, wir müssen das jetzt in die Breite tragen und haben das dann so nach Cottbus geholt. Hatten zu Anfang auch eine Orga, wo es relativ viele Probleme dann eigentlich immer so gab, wo auch einige dann ausgestiegen sind. Und jetzt haben wir eigentlich überhaupt keine Orga mehr. Ich bin der Anmelder, ich bin der Entertainer. Genau, der Entertainer. Fertig. Die Mahnwache, nee, die Orga ist die Mahnwache selber. Ja. Also wir sind jetzt eigentlich so bemüht, ich habe von dem Bodo Jansen das Buch gelesen, Stille Revolution. Das ist ein Hotelier mit Upstyle-Boom,
der einen anderen Weg gefunden hat, dass die Menschen glücklich sind, und hat das in sein Unternehmen reingebracht, wo er wirklich gemeinsam mit seinen Angestellten die Werte, die für dieses Unternehmen wichtig sind, zusammenstellt und festschreibt. Und da habe ich das letzten Montag so angeregt, dass wir vielleicht für die Bahnwache Cottbus auch sowas machen, so einen Wertebaum. Weil ich denke mal, oder ich habe das Empfinden auch auf unserer Mahnwache, es ist jetzt ein ja, linker Haufen, sage ich mal. Ich persönlich bin ein neutraler Haufen. Ich sage immer, auch wenn jemand ein Rechter ist, wenn er für Frieden steht, stehe ich auch dort. Und ich sage auch immer, wenn wir den Frieden haben und dann sind da noch ein paar komische Typen, stoßen wir die dann über die Klippe oder was machen wir dann? Wir müssen doch mit den Menschen in Dialog kommen. Wir müssen mit denen reden. Wir können nicht einfach nur sagen, also wir sind der Frieden und ihr habt euch unterzuordnen. Das funktioniert nicht. Das haben wir ja letztendlich jetzt schon. Da geht es zwar nicht um Frieden, sondern um Krieg, aber da will ich mich auch nicht unterordnen. Genau das ist es, ja. Ich weiß nicht, muss ich noch was sagen? Lustig, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Danke, Pierre. Gut. Also, ich bin auch froh, dass hier so viele Mahnwachen da sind. Mit einigen bin ich ja schon bei Facebook so verbunden. Aber zum Beispiel Barbara Reis, die kenne ich nur schriftlich. Ja, genau, ich drücke dich gleich nochmal. Gut, also bis dann. Tschüss. Ja, danke schön, Birgit. Also ich muss sagen, ich war ja einmal auch bei der Mahnwache Cottbus, das sind tolle Leute. Wir sind mit einem friedlichen Protestkonvoi, insofern spreche ich auch noch für eine Art rollende Mahnwache. Sind wir einmal durch den Osten gefahren und sind dann in Cottbus so herzlich willkommen geheißen worden mit Essen, Kaffee, Kuchen und was nicht alles. Sie haben sich wirklich drei Beine ausgerissen, weil sie sich gefreut haben, dass wir da sind. Und wir haben uns echt super wohl bei euch gefühlt. Also muss ich mal auch noch dazu sagen. Das sind ganz, ganz tolle Leute. Und jetzt haben wir noch andere tolle Leute, die auch schon seit ewigen Zeiten auf der Straße stehen. Und das sind die Hamburger. Ilona. Für die Hamburger Mahnwache ist Ilona Keller hier. Das freut mich ganz besonders. Ich meine, in Hamburg war ich ja auch schon 2-3 Mal. Und ich freue mich immer wieder, die Nordlichter immer noch aufrecht stehend am Jungfernstieg zu sehen. Wunderbar. Also, dann fangen wir mal an. Also die Hamburger Mahnwache wurde kurz nach der Berliner gegründet, und zwar von einem tatsächlichen Hamburger, einem damals noch Physikstudenten mit Namen Henrik Hansen. Der hat das gegründet, ist mit dem Megafon auf dem Rathausmarkt unterwegs gewesen und hat, weil er von Lars Meerholz und seiner Idee so begeistert und überzeugt war, dort in Hamburg die ersten Sachen gemacht. Die Mahnwache Hamburg wurde sehr schnell sehr viel größer. Durch den Ukraine-Konflikt haben ja viele irgendwas gesucht, wo sie einsteigen können. Also ich muss gestehen, wenn ich die Mahnwache nicht gefunden hätte, ich wäre geplatzt. Denn ich bin eine Oma. Ich habe also die übernächste Generation am Start. Und vieles, was passiert, da muss ich einfach vorausgucken, welchen Einfluss hat das für meine Enkel. Und was da los ist, das kann ich mir nicht mehr mit angucken. Ich selber bin das erste Mal mit einer Rede aktiv geworden, Pfingsten 2014. Habe ich das erste Mal kurz vor der Fußball-WM dort eine Rede gehalten, warum mir das eben so wichtig ist. Warum es Zeit ist, aufzustehen und sich einzumischen. Denn wer schweigt, stimmt zu. Und mit Zustimmung erreicht man nichts. Gleichzeitig mache ich immer gerne Sachen, wo ich anderen die Möglichkeit gebe, mitzumachen, was Positives, was sich zu verändern. Ich selber habe mich sehr stark verändert durch die Mahnwache, und zwar durch bestimmte Aktive. Kielitz Mohr, mein Lieblingsrapper, der eigentlich Kevin heißt, aus Wien, hat mich sehr beeinflusst. Seine Sache, nicht nur das Leben ändern, sondern das Ändern Leben, habe ich sehr, sehr verinnerlicht, habe mich total umgestellt. 2015 bin ich erstmal zum Vegetarischen übergegangen, seit Himmelfahrt.
2016 habe ich zur Fastenzeit mich entschieden, es ist Zeit, fast keinen Müll mehr einzukaufen. Das sind ganz einfache Sachen, die jeder machen kann und wo sich sofort für einen selber innerlich unwahrscheinlich was verändert. Gut, ich bin auch sportlich, ne? Denn die meisten Pfandflaschen sind aus Glas und Pfandgläser. Also man muss schon ganz schön. Aber ich habe von meinen Kindern einen Trolley geschenkt bekommen. Also das klappt schon ganz gut. Und solche kleinen Sachen sind es, die erstmal stark machen. In Hamburg waren wir am Anfang in dieser 2014, da waren wir teilweise über 500 Leute. Wir haben einen sehr schönen Standplatz. Jungfernstieg, Flaggenplatz. Wir sind jeden Montag da. Außer wir müssen immer eine Winterpause machen, weil da entlang der Alster ein Alstervergnügen stattfindet, mehrere Wochen. Wir feiern am Montag die 180. Mahnwache in Hamburg. Und um was es uns geht, da lese ich einfach mal vor, wo das herkommt. Also der ursprüngliche Handzettel, den wir verteilt haben, Frieden, endlich Montag, positiv in die Woche starten. Komm auch du zur Hamburger Mahnwache. Wir sind überparteilich, kreativ und friedlich. Jeden Montag ab 18.30 Uhr am Jungfernstieg. Wofür setzen wir uns ein? Für Frieden. Für ein menschenwürdiges Geldsystem. Für eine freie und unabhängige Presse. Für Wasser als Menschenrecht. Für saubere und nachhaltige Energien. Für natürliches Saatgut und gesunde Ernährung. Und für dich. Und als jetzt bei uns auch die Teilnehmerzahlen so doll rückläufig wurden, hat sich herauskristallisiert, dass im Prinzip sind es 8 Leute, die ständig alles zur Verfügung stellen. Und wir haben jetzt Folgendes, was wir anbieten. Die Hamburger Mahnwache ist ein analoges, alternatives Medium im öffentlichen Raum. Ein Sprachrohr für alle, ähnlich einer Speakers Corner. Eine moderne Meckerwiese im Herzen Hamburgs. Auf der Hamburger Mahnwache spricht jeder für sich, in seinem eigenen Namen, als Mensch. Das Werben für Parteien und Organisationen ist wie ihre Flaggen und Symbole unerwünscht. Jugendverträglichkeit und Gewaltfreiheit in Wort und Tat wird vorausgesetzt. Es wird gebeten, auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Aufrufe zur Gewalt werden nicht geduldet. Die Veranstalter der Mahnwache übernehmen keine Verantwortung für das Gesagte der Teilnehmer und sind auch nicht zwangsläufig ihrer Meinung. Die Meinung der anderen Teilnehmer muss nicht geteilt werden, sollte aber respektiert und anerkannt werden. So können kritische Themen frei von Dogma und Zensur offen diskutiert und in die Öffentlichkeit gebracht werden. Mach den Unterschied und erhebe deine Stimme am offenen Mikrofon. Dankeschön, Ilona. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, auch die Hamburger sind wirklich... Da drüben die blaue Fahne, die ich mitgebracht habe, die haben wir gestaltet im Bus, wo wir zur ersten Mahnwache 2014 hierher gefahren sind. Da kamen wir mit 2 Bussen und noch sehr viele Einzelpersonen und waren weit über 150 Teilnehmer hier. Und auf dieser Fahne haben im Bus praktisch die Mitfahrer draufgeschrieben, was ihre Wünsche sind. Ja, deswegen schleppe ich die immer mit mir rum, das ist so ein Relikt. Würde mich freuen, wenn er mal drauf guckt. Danke. Ja, da fällt mir gerade ein, ich habe ein wichtiges Utensil im Mutterschiff vergessen. Hole ich aber bei meiner nächsten Pause. So, jetzt habe ich hier als Nächsten auf der Liste die Mahnwache Dresden. Wer ist denn für Dresden hier? Mir wurde ein Jens avisiert, nein, eine Jens ist eine? Eine Jensin. Eine Jensin. Ja gut, wer bist du? Ich bin die Sonja. Okay, ja Sonja, dann leg mal los. Also ich gebe dir auch gerne mehr als die eigentlich vorgesehenen 3 Minuten, weil ich sprinte jetzt mal eben schnell zum Mutterschiff, weil mein Relikt muss hierher, das gehört dazu. Okay, vielen Dank. Also der Vater von Jens ist gestern erkrankt und deswegen konnte er nicht kommen. Und alle anderen vom Orga-Team der Mahnwache Dresden müssen entweder arbeiten, das sind ja größtenteils Studenten, die sich also nebenbei Geld verdienen müssen. Und deswegen bin ich vom Orga-Team beauftragt worden, an diese holde Gemeinschaft hier herzliche Grüße aus Dresden zu übermitteln von der Mahnwache.
Die Mannwache Dresden gibt es auch seit 4 Jahren mittlerweile. Und sie stehen auch jeden Montag 19 Uhr auf dem George Commandei Platz. Und ähnlich wie bei der Mahnwache Hamburg gibt es also auch ein offenes Mikrofon. Und es kann reden, wer will, und für sich selbst und seine Meinung sagen. Und was mich ganz besonders stolz macht, ist, dass gar nicht weit von diesem George Commandei Platz in Dresden sich der Edward Snowden Platz befindet. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß hier. Das ist ein winzig kleines Areal von vielleicht 2x2 Quadratmetern. Aber ein Privatmensch hat es eben gewagt, dort ein Straßenschild hinzusetzen. Und es ist der Edward Snowden Platz. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ich bin jetzt nicht unbedingt mit der Mahnwache Dresden unmittelbar verbunden, aber es ist vor 3 Wochen fand in Dresden ein Ereignis statt, und zwar hat sich da eine Gemeinschaft der Menschenrechte in Sachsen gegründet. Der tiefere Sinn dahinter besteht darin, alle friedenswilligen Kräfte zu bündeln und zusammenzuführen, damit endlich diese Spalterei aufhört, damit wir endlich mal zu Ergebnissen kommen. In dieser Gemeinschaft ist natürlich die Mahnwache auch integriert. Ich bin dort eigentlich als Privatperson und ich versuche, die Fäden in der Hand zu halten, Kontakte zu knüpfen zu anderen Organisationen, zum Beispiel zu meinen Freunden von Druschba Global. Herzlich willkommen, die sich auch in wenigen Tagen wieder Richtung Russland auf die Reise begeben, um von der Basis her Frieden und Freundschaft zu vermitteln. Eine weitere Organisation, für die ich mich engagiere, das sind auch Freunde hier, ist Human Connection. Und ich versuche auch, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir dieses Baby endlich mal an die Welt holen, damit wir uns von Facebook verabschieden können und nicht mehr kontrollieren lassen müssen und trotzdem eine Kontaktplattform haben, wo wir uns verbinden können und wirklich etwas für eine Verbesserung der Welt tun können. In erster Linie bin ich aber dort in meiner eigenen Sache, denn ich habe vor einem reichlichen Jahr begonnen, in Dresden eine Konzertreihe zu etablieren. Das nennt sich Dresdner Konzerte, Künstler sagen Danke. Daran seht ihr schon, ich bin also Musiker von Beruf. Und das Besondere an dieser Konzertreihe ist, dass ich immer zu jeder Veranstaltung einen Verein einlade, der sich humanitären Projekten widmet. Zum Beispiel hatte ich da Straßenkinder e.V. Leipzig. Ich hatte da Arche Noah Dresden, ich hatte da World Vision. Und als nächstes kommt am 7. Oktober der Verein Friedensbrücke Kriegsopferhilfe mit Liane Kieling als Vorsitzende. Und ich schlage jetzt gleich wieder die Brücke zur Mahnwache. Über Liane Kieling erhielt ich vor 3 Wochen die Information, dass ein Überlebender und Zeitzeuge des KZ Buchenwald, ein 92-jähriger Mann aus Kiew, Alexander Danilowitsch Pitschok, für 3 Wochen Gast des Vereines in Deutschland ist. Und dass sie in diesen 3 Wochen für 3 Tage in Dresden sich aufgehalten haben. Also habe ich in einer Woche ein Sonderkonzert für diesen Mann organisiert. Man kann das auf YouTube nachschauen, wer das möchte. Das war eine sehr beeindruckende Veranstaltung, weil dieser Mensch sowas von lebensfroh und humorvoll ist. Das war eine Ehre für uns alle, ihn kennenlernen zu dürfen. Und am Tag davor, an dem 23. April, das war der 4. Geburtstag der Mahnwache Dresden, hat er auf der Mahnwache gesprochen. Und ein Satz, mit dem möchte ich jetzt meine Ausführungen beenden, möchte ich hier euch ans Herz legen. Er hat gesagt, ohne Solidarität
hätten die Häftlinge im Buchenwald nicht überlebt. In diesem Sinne, bleibt solidarisch. Ja, das ist ja ein toller Schlusssatz. Also, vielen Dank, Mahnwache Dresden. Ich habe jetzt noch Grüße zu überbringen von der Mahnwache Düren von Werner Laps. Die Mahnwache Düren steht seit Mai 2014 möglichst jeden Montag ab 18 Uhr. Es waren mal 20, jetzt sind es noch 2 bis 3, wie bei so vielen Mahnwachen viel weniger, aber unermüdlich. Und sie nennen sich jetzt halt Friedensbewegung Düren. Und sie überlegen sich auch neue Wege, Menschen zu erreichen. Und das eine kann ich euch flüstern. Glaubt ja nicht, dass ihr niemanden erreicht. Die Mahnwachen, die mögen auseinandergelaufen sein. Aber überall in ganz Deutschland sind alte Mahnwächter in ihrem eigenen Umfeld, in ihren eigenen Bereichen zugange und machen was. Die hängen das nicht unbedingt an die große Glocke, aber sie machen was. Ich habe jetzt noch hier die Mahnwache Halle. Auf dem Zettel ist hier jemand aus Halle, der für Halle spricht. Ja, dann Frank, darf ich dich bitten? Der hat, denke ich mal, das Ganze in Halle gestartet, wenn ich mich nicht irre. Und ja. Komm in eine Linse. So, ja, erstmal die Brille abnehmen, damit ich euch besser sehen kann. Und das hat auch einen Grund. Ich bin der Meinung, dass ihr ganz besondere Leute seid. Nicht irgendwelche Mahnwachen und so weiter. Natürlich auch die Mahnwachen, aber gerade ihr, die aktiven Menschen, die hier stehen, ihr seid das Besondere. Und ich bin immer wieder fasziniert, euch zu sehen und euch zu treffen. Das spürt man, ist meine Meinung. Das sieht man und das weiß man. Denn ihr habt 3 Dinge, die euch besonders machen. Das erste und wichtigste ist, ihr habt Empathie, ihr habt Mitgefühl. Ihr denkt nicht nur an euch selbst, sondern an andere Menschen. Und das macht euch zu etwas Besonderem. Etwas so Besonderem, dass es einmalig und nur einen ganz kleinen Prozentsatz in diesem Land zu geben scheint. Und dann habt ihr etwas, was eigentlich normal ist, was jedes Kind hat und was ihr euch bewahrt habt. Und ich danke euch dafür. Ihr habt Neugierde. Ihr interessiert euch für Dinge und auch für die Ursachen und für vielleicht Dinge, die irgendwo im Verborgenen liegen, die dahinter stecken. Für den Antrieb einer Sache. Ihr fragt ständig, warum. Und das macht euch zu etwas Besonderem. Und weil ihr so seid, weil ihr Fragen stellt, Empathie habt, euch in andere Menschen versetzen könnt, würde ich behaupten, dass ihr auch ein gerüttetes Maß an Intelligenz haben müsst. Also stehe ich hier vor mitfühlenden, intelligenten Menschen, die sich einfach nicht ein X für ein U vormachen lassen. Und das finde ich toll und das macht mich stolz. Vielen Dank. Und ja, ich habe viele Bewegungen mitverfolgt, viele Veranstaltungen selber organisiert und ich habe dasselbe erlebt, wie die Redner hier vor mir erklärt haben. Ja, es gab am Anfang eine Aufbruchsstimmung, es gab viel Bewegung und es gab viele Emotionen, die dann irgendwann abgeflacht sind, weil gegen uns geschossen wurde, weil Menschen in Schubladen gesteckt wurden, in denen sie überhaupt nichts zu suchen hatten und ja, weil man uns Bilder vorgeführt hat, mit denen man sich halt auch nicht identifizieren möchte, weil man uns irgend mit Dreck beworfen hat. Und es gibt nicht viele Menschen, die das aushalten. Ihr, die hier steht, ihr habt das ausgehalten. Ihr habt auch gegen den Wind und gegen den Regen einfach weitergemacht. Aber nicht jeder kann das. Nicht jeder hat die Kraft und ich habe auch Verständnis dafür. Aber wir haben ja auch erlebt, wenn wir in die Medien schauen, dass es da unter den Kommentatoren, und da gibt es auch Umfragen zu, 2 Drittel der Leute gibt, die das Spiel durchschauen, die immer wieder kritische Fragen stellen und die sich auch nicht irgendwas vormachen lassen, die auch andere Quellen lesen. Und das sind viel, viel mehr als hier stehen, das weiß ich. Und die Frage stellt sich dann eben, wie viel Prozent sind das überhaupt von den Menschen, weil diese Leser sind ja politisch aktive Menschen.
Das sind politisch interessierte Menschen. Das sind auch Menschen, die Zeit haben, sich Medien anzuschauen und dann noch zu kommentieren. Das trifft ja nicht auf jeden Menschen zu. Also ich würde trotzdem behaupten, dass es sehr viele Menschen gibt, die einfach gar kein Interesse da haben, die einfach lieber ein Computerspiel spielen, Fernsehen gucken, ins Kino gehen und denen das egal ist. Und ich kann auch das verstehen. Wir leben in einer Zeit, in der wir glücklich und gut leben können und in der diese Dinge, über die wir hier reden und immer geredet haben, ganz weit weg sind. Und ja, ich finde es schade, dass es so ist, aber das ist die Realität. Viele Menschen werden sich erst bewegen, wenn der Bauch leer ist, der Kühlschrank leer ist oder wenn vielleicht jemand in der eigenen Familie betroffen ist. Wir alle kennen Menschen, die betroffen sind. Ich kenne einen, der wurde letztens in einem sozialen Netzwerk blockiert, weil er die Taz, diese Zeitung Taz, kritisiert hat. Ich habe das mir angeschaut, es gab da wirklich nichts Schlimmes, er hat gegen keine Regel verstoßen. Er ist auch mit dem Anwalt dagegen vorgegangen und hat auch gewonnen. Aber diese Dinge passieren. Wir erleben Zensur und unsere Freiheit wird eingeschränkt, unsere Demokratie abgebaut. Und ihr seid diejenigen, die das schon vorhersehen. Und so geht es eben nur sehr wenigen Menschen. Und ich bin froh, dass es euch gibt. Ja, ansonsten noch eine kleine Anekdote dazu gesagt. Wir haben in Halle viele verschiedene Menschen dort gehabt. Wir hatten Redner aus dem linken, sogar dem kommunistischen Sektor. Wir hatten Redner von besorgten Bürgern. Es war alles da. Und es waren sehr viele kreative Leute dabei, die auch Satireaktionen gemacht haben, die so verrückte Dinge überspitzt oder umgedreht haben. Und auch ich habe sowas mal getan. Ihr erinnert euch alle, es gab mal eine Bewegung, die nach uns kam, die sich gesorgt hat, dass Deutschland islamisiert wird. Und damals habe ich mich gewundert und habe gesagt, wir sehen doch Hollywood, wir sehen Musik, wir essen bei McDonald's. Das ist nicht islamisch, das ist alles amerikanisch. Und viel schlimmer, du sagtest ja selber mal, du willst dir dein Hollywood nicht nehmen lassen, warum auch, ja? Aber wir wollen nicht, dass Atomwaffen bei uns liegen. Wir wollen nicht dauerhaft bespitzelt werden. Wir wollen nicht die Leitzentrale sein für Drohnenmorde. Und auch das ist hier ein Teil der Amerikanisierung, die wir erlebt haben. Und deswegen habe ich damals mit Donatus, mit meinem Freund aus Halle dort, haben wir ein Banner erstellt, auf dem stand engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas. Das war ja eine Provokation. Und damit sind wir nach Dresden gegangen. Damals waren über 30.000 Demonstranten von Pegida und wir haben uns dazwischen gestellt und hatten Angst, dass wir jetzt die Hocherfolg kriegen. Und genau das ist nicht passiert. Die Ordner kamen zu uns und haben gesagt, nehmt das mal bitte runter. Wir sind Freunde der USA. Ich habe sogar einen Antrag gestellt, um dort Staatsbürger zu werden. Wir wollen nicht, dass ihr das zeigt. Und dann kamen Dresdner Demonstranten zu uns und haben uns geholfen und haben gesagt, lasst denen doch dieses Plakat. Das stimmt doch, das ist doch die Wahrheit, was da drauf steht. Und wir sind mitgelaufen. Und das war ein verrücktes Ereignis, wo meine Eltern gesagt haben, ich wäre wahnsinnig und verrückt, dass ich sowas mache. Aber wir haben es gemacht und haben im Nachhinein sogar festgestellt, dass im Netz viele Leute darauf angesprungen sind, dass wir eine Seite erstellt haben und ganz schnell 20.000 Mitglieder hatten und dann mit über 1.000 Leute in Erfurt eine Demonstration machen konnten. Aber schon bei der zweiten Demonstration hat man uns mit Dreck beworfen, behauptet, dass da Nazis wären und einer kam tatsächlich aus Bremen oder Hamburg. Wollner kennt die Geschichte, war dabei, der mir und Wollner die Hand gegeben hat, sofort wurden Fotos gemacht und wir wurden mit dieser NPD in Verbindung gebracht und damit war auch das Wachstum dieser Bewegung vorbei. Und mit dieser Geschichte will ich euch auch mal damit sensibilisieren, wie man hier in dieser Welt mit jungen Bewegungen umgeht und wie schnell man sie klein und kaputt machen kann. Danke. Dankeschön, Frank. Hallo, Mahnwächter der ersten Stunde. So, wir sind jetzt, wir warten. Felix ist da, gut. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt noch ein kleines Stückchen überbrücken, aber jetzt haben wir tatsächlich so quasi in letzter Sekunde angekommen, Felix von der Mahnwache München. Also, für den haben wir auch noch Zeit. Hi,
Ja, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, dass ich jetzt hier auch eine Rede halten soll, weil im Grunde bin ich eigentlich gar nicht mehr so richtig der Repräsentant von München. Ich war da oft, ich habe da einen Teil von der Demo mitorganisiert eine Zeit lang. Ich weiß jetzt gar nicht, was ihr alles hier vorher besprochen habt zu dem Thema. Naja, wir waren auch erst eine Stunde mit dabei und das hat sich dann, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, bei uns ja bei uns gab es ja eine massive Unterwanderung von links, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt und dann haben wir daraufhin eine eigene Demo gemacht, das hat sich dann auch alles im Grunde mehr oder weniger wieder im Sand verlaufen und jetzt aktuell ist in München der Stand, dass wir eigentlich nur noch ab und zu mal oder weiß nicht wie regelmäßig die anderen das machen, ich bin ja wie gesagt selber jetzt auch nicht mehr so oft dort, aber im Grunde eigentlich nur noch essen gehen und da ein bisschen schnacken. Ja, das geht bei uns in Bayern gerade. Keine Ahnung, ich finde es schön, hier mal wieder zu sein in Berlin. Schön, dass hier auch ein paar mehr Leute sind. Ich denke mal, das wichtigste Thema ist einfach Freiheit. Mehr möchte ich euch nicht mit auf den Weg geben. Freiheit und wie wir da hinkommen. Alles andere ist unwichtig erstmal. So, jetzt habe ich noch eine Rednerin hier, die jetzt zwar nicht so direkt zu den Mahnwachen gehört, aber durch die Druschbarfahrten irgendwie doch bei uns gelandet ist. Also man kann sagen, wenn man will, irgendwie landen sie dann doch alle bei den Mahnwachen. Und zwar ist das die Biggie. Die Biggie ist unlängst selbst in der Ukraine gewesen und da schließt sich hier der Kreis, weil wir fingen an, mit der Ukraine auf die Straße zu gehen. Jetzt ist Biggie selber da gewesen, hat einen kleinen Dokumentarfilm, was heißt klein, von 2 Stunden und noch was gedreht und hat sich selbst ein Bild gemacht. Nun kenne ich Biggie aber auch persönlich und ich weiß, dass sie eine sehr integre Berichterstatterin ist, die färbt, also die mischt sich selber ihre eigenen Meinungen da nicht unbedingt ein, sondern hört zu, was die Leute sagen. Und ich finde das schon wichtig, dass wir nach so vielen Jahren, also nach fast 4 Jahren, ja, oder nach 4 Jahren, mal hören, was ist jetzt eigentlich in der Ukraine los? Dafür ist Biggie nun extra doch noch auf letzten Drücker angereist gekommen, mit fliegenden Fahnen, wofür ich dir sehr danke. Und Biggie, bitte erzähl uns ein bisschen was zu deinem Film. Den Film selber, denke ich mal, den kann sich dann jeder im Netz angucken. Na komm, Mädel. Also gut, ich bin eigentlich nicht so die große Rednerin. Das ist lauter. Kann man hören? So, ja. Nein, ich brauche nicht. Geht schon. Also ich war Ende April in Donetsk, in der Volksrepublik Donetsk und habe mir das Ganze mal näher angesehen. Weil ich mir selbst ein Bild machen wollte. Das heißt ja die ganze Zeit, dass das Ganze besetzt ist von den Russen, von den russischen Soldaten und dass die Leute dort unterdrückt werden. So habe ich mir das Ganze mal selber angesehen und war wirklich total erstaunt. Also ich sah nirgendwo russische Soldaten, den Menschen ging es in der Stadt, Donetsk zum Beispiel, ja, normales Leben zum Beispiel. Die Frauen waren mit ihren Kindern auf der Straße, lebten eigentlich ja, relativ normal. Wir sind dann an die Frontlinie gefahren oder an die Trennlinie hin zu Ukraine und da haben wir dann das also ein Wahnsinnsausmaß der Zerstörung gesehen. Die Menschen leben dort im Keller, größtenteils im Keller, werden täglich geschossen. Noch mal näher ran. Ich weiß nicht. Okay, also es ist wirklich dramatisch, was diese Menschen dort mitmachen. Und wir hatten auch ein Gespräch mit dem Berater des Präsidenten von Donetsk. Und er hat uns erzählt, dass eben Pläne momentan laufen, den Donbass also komplett einzunehmen und so befreien, würden jetzt die Westen sagen, der Westen sagen. Aber es ist geplant, zum Beispiel Donetsk vom Meer abzuschneiden, den kompletten Donbass von Russland abzuschneiden und die meisten, die sich auskennen, wissen, die Verpflegung kommt mittlerweile nur noch über Russland. Also die Leute bekommen keine Rente mehr, die bekommen kein Kindergeld mehr, gar nichts mehr. Und jetzt will man das auch noch abschneiden. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern oder vorgestern die Rede des Präsidenten von Donetsk gehört, am 9. Mai. Der sagte auch, die Zerstörung des Donbass wird die russische Welt erschüttern. Also das hört sich für mich schon so an, als wenn er denkt, sie haben verloren, weil wenn die mit geeinten Kräften angreifen, USA, NATO, also
Poroschenko ist ja im Gespräch mit der Frau Merkel, dass sie eben da eingreifen und die Menschen befreien. Und wenn man das sieht, was ich gesehen habe, da muss niemand befreit werden. Die haben uns angefleht und haben gesagt, hört einfach mit dem Krieg auf, hört auf uns zu beschießen. Die Menschen werden da an der Grenze von der Ukraine her täglich beschossen. Kinder werden einfach abgeknallt, nur aus Spaß. Und es war eben die große Bitte gerade an uns Deutschen, hier nicht wegzuschauen, sondern zu sagen, wir lassen das nicht zu, gerade wir Deutschen. Und dass wir auch auf die Politiker Druck machen, ausüben. Das war eben die Aufgabe, dass sie sagen, macht Druck auf Frau Merkel, dass sie ihre Entscheidung widerruft, dass sie damit zustimmen bei der ganzen Sache. Und eben auch, dass die Leute, wenn jemand Mut hat, auch dorthin geht, sich das anschaut. Die haben gesagt, wer kommen will und kann, soll hingehen, soll sich das anschauen. Auch wenn es ein bisschen gefährlich ist momentan. Also ich bitte wirklich inständig, dass ihr euch das Video vielleicht anschaut und teilt, euch selber ein Bild macht und vielleicht, dass man endlich mal tätig wird und auch an die Medien rangeht. Also das wäre jetzt mein Gedanke, mal die Medien anzuschreiben, die sollen verdammt nochmal berichten. Wir haben jetzt hier Belege und Beweise. Und wenn sie nicht berichten, ist das für mich ein klarer Fall, dass sie sich schuldig machen am Mord von unschuldigen Menschen und an Kindern. Und das sollte man vielleicht mal wirklich aktiv angehen und auch androhen, wer hier mitmacht, macht sich auch strafbar. In meinen Augen machen sich diese Menschen, die Medien, strafbar. Das sind nämlich die Kindermörder. Ja? Ja, das war das dazu. Also das kann man alles nachlesen, im Video sehen. Also Gesichter des Friedens ist mein Blog und auch der YouTube-Kanal, da könnt ihr, das ist ein langes Video, aber ich wollte nichts rausschneiden. Ich werde demnächst noch ein kleines machen. Aber so kann man wirklich sehen, wie die Menschen dort leben. Also das Straßenleben bis hin zur Grenze, wenn man kommt, dann nimmt es echt katastrophale Zustände an. Und dann wollen die eingreifen und die Menschen retten. Ja. Wie die Rette ausschaut vom Westen, das wissen wir ja. Zerstörung. Und das ist, wie gesagt, was der Präsident sagt, die Rede, dass eben 1 Million Menschen unterdrückt werden sollen. Man könnte sagen, vielleicht eben auch sterben sollen. Und das soll wahrscheinlich jetzt jeden Tag passieren oder wahrscheinlich zur WM. Also die Uhr tickt. Sie tickt wirklich laut. Und ich weiß nicht, ob man da zuschauen sollte oder sagen, nein, das lassen wir nicht zu. Gerade wir Deutschen, das war die Bitte an uns Deutsche, dass wir eben selber erlebt haben, den Krieg erlebt haben, den Faschismus erlebt haben, hier Nein zu sagen. Wir schauen nicht weg. Das ist meine Bitte an euch. Dankeschön, Vicky. Und ich muss mal eben dazu sagen, einfach so mal eben in den Donbass zu fahren und da sich selber umzugucken, das erfordert verdammt viel Mut. Ich weiß nicht, ob ich den hätte und ich dachte eigentlich immer, ich wäre eine mutige Frau. Aber, also Hut ab, Birgit, ne? So, mache ich jetzt nicht wirklich, weil meine Frisur, das lassen wir. Ich habe hier jetzt noch eine kurzfristige Anmeldung, auch nicht direkt Mahnwachen, aber irgendwo doch aus den Mahnwachen entstanden. Da möchte jemand von den Human Connection was sagen, bloß bevor ich jetzt Ihnen das Mikrofon gebe. Deswegen ich gerade zum Mutterschiff gelaufen bin. Guckt euch das hier mal an. Da waren wir, glaube ich, irgendwie so 30 oder 35 Mahnwachen. Und da gab es dann so die Rundnachricht, jede Mahnwache stellt ihre Leute mal ebenso auf in Form eines Buchstabens, sodass wir das Wort Frieden bilden können. Die Städte stehen da jeweils dabei. Also ich werde das nachher auch zu dem Brandenburger Tor mitnehmen, da könnt ihr euch das alle vielleicht mal in Ruhe angucken, wie die Mahnwachen begannen.